in nom dal Bab, et dal Fil, et dal Spirit Sench. Amen. Nu so zeins nos Öls versils Muens, di nun der ans Wein a tschüd ans Wein dal Senier, cio creo il Ciel e la Terra. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, mit diesem Wort aus Psalm 121 heiße ich Sie heute aus der Kirche Santa Maria in Stschanf herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir wollen beten. Seigneur, ehe a tun lot, du esch la da mem e la saira, il principi e la fin dal temp. A te in graz c eia, per il post alla not, e per la clarité al nov di. Corpe dormas und dias, da te deriva tut, que ci succeda. Seigneur Gesù Christ, du lüscht al muend, du esch la via, cia ven oz, du esch la vardet cim guida, du esch la vita cia cerch, dom tia charitet, cia turna cia terils conumems, dom pacientia e calma, e manteniem in tia charitet. Du spiat creatur, schwalja mia sense mia simpisa mainz, dom fantasia e clerezza, una conscienza sensibla, il tret pleci ciuda, cia produa qualciosa nuzaivel, e cia quisti nusaia pers. Sensch dia, que cia tu am trametes, veleia accepter, saia success o destita, al grez cia o steinta. Ea adrof per tut quels, ci cumenzen quisti cum pisser, cum temma o cum tulurs, cum paniens, perciurens, preservens, eat in grazc per tia nov di. Amen.
Die Lesung ist der heutige Predigttext. Er steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 14. Berufung des Mose. Und Mose weidete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Gottesberg, den Choreb. Da erschien ihm der Bote des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und sieh, der Dornbusch stand in Flammen, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da dachte Mose, ich will hingehen und diese große Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Und der Herr sah, dass er kam, um zu schauen. Und Gott rief ihn aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose! Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, komm nicht näher, nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Chiviter und der Jebusiter. Sieh, das Schreien der Israeliten ist zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten. Mose aber sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Da sprach er, ich werde mit dir sein, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber sagte zu Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch gesandt, und sie sagen zu mir, was ist dein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sprechen, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, brennt der Dornbusch noch? Gibt es das noch, die Flammen der Engel, die uns in Gottes Gegenwart locken? Für viele von uns nicht. Keine Feuerzungen weisen ihnen den Weg zu Gott. Unsichtbar ist er geworden. Unsichtbar thront er hinter dem Horizont des Verstehens. Was nehmen wir noch wahr von diesem Gott, der sich den Augen der Menschen so entzieht? Wie auserwählt muss man sein, dass er sich zeigt? Und wie erkenne ich Gott unter all den Eindrücken, die mich bestürmen? Wo bist du, Gott? Wer bist du? Das sind doch nicht nur Fragen von einigen religiösen Spinnern, die noch immer nicht kapiert haben, dass man den Himmel den Engeln und Spatzen überlassen sollte. Die Fragen stellen sich doch vermutlich die meisten von uns. Öffentlich nicht, auch nicht im Kreis der Kolleginnen und Kollegen. Und viele teilen die Frage nach Gott wohl nicht einmal mit dem Menschen, mit dem man sonst alles teilt. Wir schweigen über Gott. Bei uns scheint Gott nur noch ins heimliche Selbstgespräch zu gehören. Meist dann, wenn das Leben fraglich wird, wenn das Eis des Lebens dünn wird, wenn das Alter mich dazu zwingt, mein eigenes Ende zu denken, wenn ich zu fragen beginne, worauf ich mein Vertrauen setzen kann, was mir Orientierung gibt in diesen verwirrenden Zeiten. Wo bist du, Gott? Wer bist du? Und wer bin ich in all dem Vergehen? So viel Ungelöstes, so viel Unvorstellbares. Wo ist die Flamme jenes Feuers, aus dem Gott zu mir spricht? Wir leben unser Leben zumeist in den Spuren des Alltags, schlafen und stehen auf, verrichten unsere Arbeit so gut es geht, wollen vorankommen, strengen uns an. Manches gelingt, manches nicht. Die Kinder nach unseren Möglichkeiten mit Liebe versorgt, wachsen heran. Die Eltern werden alt, das Leben verrinnt. War es das? Der Blick zurück vermag die eine oder andere Weggabelung zu erkennen geben, die wichtig war. Wichtig für was? Wichtig für den Erfolg? Für das Glück? Wichtig dafür, einen Sinn zu entdecken? Welchen Sinn? Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Mose hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Ein Leben zwischen Sonnenauf- und Untergang. Ein Ziehen durch die Steppen Midians. Zu Hause warten eine Frau und ein Kind im geborgten Heim. Mose lebt im Exil. Er hat keine gewöhnliche Lebensgeschichte hinter sich. Als Kind ausgesetzt in einem Körbchen am Fluss, um vor dem Kindermord der ägyptischen Schlächter verschont zu bleiben, wächst er später selbst am Hof des Pharaos heran, genießt eine ägyptische Prinzenerziehung. Aber er bleibt im Herzen der Hebräer, der sich entrüstet über die Misshandlung seines Volkes. Und eines Tages in blinder Wut erschlägt er einen ägyptischen Aufseher, der einen Sklaven misshandelt hatte. Mose muss fliehen. Jetzt ist er ein politischer Flüchtling. Er findet Asyl im Lande Midians, voll integriert mit Frau und Familie, mit Viehbetrieb und Anerkennung.
Wäre das nicht ein schönes Happy End gewesen? Aber Mose bleibt im Innersten ein Fremder. Mose kann nicht vergessen, was er sah in Ägypten. Das Elend seines Volkes, den stumpfen Blick der gedemütigten Schwestern und Brüder, die Schläge, all das Blut, das floss. Mose zieht mit den Schafen durch die Steppen Midians. Immer weiter treiben ihn seine Gedanken, seine Schritte. Über die Steppe hinaus führt ihn sein Weg. Weit über die alltäglichen Routen und Routinen hinaus. Mose geht zu weit. Geht bis zum heiligen Berg und sieht den Dornbusch brennen. Sieht Flammen, die lodern, zucken, Bewegung, Licht. Sonst brennen Dornen gut, zumal in trockenem Land. Ein Knistern, ein Rauchen, schon zerfällt das Trockene zu Staub und Asche. Doch hier nicht. Und so treibt ihn die Neugier, die das Wundersame erkunden und verstehen möchte. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Dann die Stimme, Mose, Mose. Und Mose sagt, hier bin ich. Komm nicht näher, spricht die Stimme aus dem brennenden Busch. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Ja, an heiligen Orten sind wir verwundbar, sind wir plötzlich dem Geheimnis nahe. Ohne feste Schuhe, ohne festen Tritt, ohne Visier und Rüstung, ohne Maske. Hier müssen und können wir die wirklich wesentlichen Fragen unseres Lebens hören und aushalten. In welcher Welt lebe ich? Wer bin ich? Und wer ist Gott für mich? Mose will Gott sehen. Stattdessen sieht Gott ihn, nennt ihn mit Namen, gibt sich zu erkennen als der, der ihn kennt und als der, der das Elend seines Volkes gesehen hat, gibt sich zu erkennen als derjenige, der Augen und Ohren hat für die himmelschreiende Not seines Volkes. Die Schmerzen der Geschundenen lassen diesen Gott nicht kalt. Das Flehen der Ängstlichen dringt in seine Ohren. Er ist der in Mitleidenschaft entbrannte Gott. Er brennt für die, die Hilfe brauchen. Wo Menschen und andere Geschöpfe auf Erden gequält werden, hält es ihn nicht im Himmel. Aber er lässt sich von seiner Leidenschaft nicht verzehren. Er wahrt Distanz. Komm nicht näher, sagt der Mose. Bleib auf Abstand. Er schickt seinen Flammenengel und er schickt Mose. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten. Der brennende Dornbusch und der heilige Ort. Das Heilige selbst bleibt unberührbar, unbetretbar, unsichtbar. Der nächste Tourist wird nichts auf seinem Film finden. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Fragt Mose. Manche Ausleger haben darin lediglich eine rhetorische Frage gesehen, mit der Mose bescheiden auf seine Unwürdigkeit hinweist. Wer bin ich schon? Schafhirte mit gewalttätiger Vergangenheit. Nimm einen anderen. Doch diese Frage lässt sich auch anders verstehen, denn als Demutsgeste. Wer bin ich?
Das ist die grundsätzliche Frage nach der eigenen Person. Mose sucht Klarheit über sich selbst. Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Bin ich der, den andere in mir sehen? Oder der, den ich sehe? Bin ich der, den mein Chef in mir sieht? Meine Kollegen, die Freunde? Die anderen sagen, ich sei tough, aber in mir ist so viel Zaudern und Zweifel. Die anderen denken, ich sei eine graue Maus. Dabei brennt in mir eine Sehnsucht nach dem Himmel. Wer bin ich? Ein Funke nur, verweht in unendlicher Sternennacht? Ein Mensch mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt? Staubkorn oder Ebenbild Gottes? Wer bin ich? Ich werde mit dir sein. Das ist die überraschende Antwort, die Gott auf Moses Frage gibt. Mose fragt nach sich selbst und Gott antwortet mit sich selbst, mit dem Versprechen seines Mit-ihm-Seins. Mit ihm in dunkler Nacht des Zweifels, in Nächten der Anfechtung. Mit ihm auf dem Lebenswegen, den Irrwegen und Umwegen. Mit ihm auch, wenn das Herz vor Glück zu zerspringen meint, in den Tiefen des Alltags und den Höhen der Begeisterung. Ich bin mit dir, der Immanuel, der nicht mehr weichen wird aus deinem Leben. Mose zweifelt nicht an der Gegenwart des Heiligen. Er stellt sich dem Ruf Gottes. Hier bin ich, hier hast du mich. Er lässt sich beanspruchen, behaften und beschlagnahmen. Doch fraglos bleibt das Ganze nicht. Moses Identität entscheidet sich an dem, was Gott für ihn ist und tut. Wer Moses ist, lässt sich nicht unabhängig von dem sagen, wie Gott zu ihm steht. Den Schluss daraus muss Mose selbst ziehen. Ich bin die, ich bin der, mit dem Gott sein wird. Meine Identität ist keine selbstgemachte, sondern sie wurde mir geschenkt. Wenn aber Moses Identität mit dem Mitsein dieses Gottes steht und fällt, dann gibt es eine Antwort auf die Frage, wer bin ich, nur über die Klärung der Identität dieses Gottes. Dann muss Mose wissen, wer ihn schickt. Wer ist Gott für mich? Wer bist du, Gott, der du mir so nahe kommst? Wer bist du, dessen Wort mir ins Herz fährt und meine Seele besetzt? Der mich aus meinem Alltag schleudert und mich bedrängt. Was soll ich denen sagen, die nach dir fragen? Und fragen wird man mich doch, wenn ich zum Pharao komme und sage, lass die Gefangenen frei. Und fragen wird mich das Volk, wenn ich sage, kommt, wir brechen auf ins Land der Freiheit. Was soll ich denen sagen, wer zu mir gesprochen hat? Was ist dein Name? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Rätselhaft ist diese Antwort. Ist es überhaupt eine Antwort oder eine schroffe Zurückweisung der Frage? Ich bin, der ich sein werde und basta. Aber das hebräische Wort für sein, haya, hat Dynamik. Es geschieht, es widerfährt, es passiert jemandem, wie die Liebe. Es ist ein Dasein für dich, für mich, für uns. Und es steht im Imperfekt
Und das meint im Hebräischen, im ganz wörtlichen Sinn, imperfekt, nicht fertig, zeitlich unbegrenzt, offen, nicht ein für alle Mal und so nicht anders, sondern immer wieder neu, niemals abgeschlossen. Ich bin für euch da, wie ich immer für euch da sein werde. So ist mein Name. Und wo immer dieser Name angerufen wird, werde ich da sein. Wo ihr meint, alleine zu sein und nach mir ruft, werde ich da sein. Ich bin da in den Stunden größten Glücks, wenn dein Herz mir dankbar zujubelt. In den Stunden des größten Leides, wo es dir die Sprache verschlägt, werde ich an deiner Seite sein. Ich bin da, wo mein Name ausgesprochen wird. Nicht zu fassen und zu bannen, nicht einzusperren in Kategorien und Erwartungen. Gott wird sein, der er sein wird. Liebe Gemeinde, die Sehnsucht nach Gott, sie lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Und auch wenn uns kein Dornbusch brennt, und er unserem Verstand so unsichtbar bleibt, wie die Liebe unsichtbar ist, lässt er sich nicht aus unserem Leben verjagen. Der Mystiker Johannes vom Kreuz sagte so: Gott tut das Seine. Er teilt sich der Seele mit, verborgen in aller Stille. Er könnte ein Sonnenstrahl aufhören, in eine unverhüllte, freigeräumte Stätte einzufallen. Wie die Sonne sich frühmorgens erhebt, um in ein Haus zu strahlen, sobald du nur die Fensterläden öffnest, so wird Gott flugs in eine unverstellte Seele einfallen und sie mit göttlichen Gaben erfüllen. Der Sonne gleich steht Gott über den Menschen, um sich ihnen einzustrahlen. Liebe Gemeinde, Mose war beim Weiden der Schafe, als der Dornbusch brannte. Auch die Hirten waren mit ihren Herden unterwegs, als sich der Himmel auftat. Ein Licht, ein Leuchten, eine Herrlichkeit, dazu eine Stimme. Was ist das? Fragen sie erschrocken. Gott ist herabgestiegen, mitten in die Dornen, hat das Elend gesehen und ist geblieben. Und jetzt steckt er mittendrin. Ein Gott, der für seine Schöpfung brennt. Aus den Dornen heraus spricht er uns Rettung zu. Christus, Gottes Leibhaftiges, ich bin da. Amen. Thank you.
Wir sammeln uns zum Fürbittegebet. Gott, du hast gesagt, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Wir beten für alle, die dich in ihrer Not um Hilfe bitten, für Menschen, denen das Wichtigste zum Leben fehlt, Essen und Trinken, etwas anzuziehen, ein warmes Zuhause und Freunde, die sie unterstützen. Gib ihnen, was sie brauchen. Wir beten für alle, die dich in ihrer Verzweiflung suchen, für Kranke, die alle Hoffnung auf Heilung aufgegeben haben, für Sterbende, die Angst vor dem Tod haben, für Trauernde, die einen geliebten Angehörigen verloren haben. Hilf ihnen tragen, was auf ihnen lastet. Wir beten für alle, die vor einer Tür stehen, hinter der sie etwas Unbekanntes erwartet. Für Menschen, für die ein neuer Lebensabschnitt beginnt, die sich auf große Herausforderungen einlassen wollen, die schwierige Entscheidungen vor sich haben oder Gespräche mit Menschen, mit denen zu reden ihnen schwerfällt. Öffne du ihnen die Tür und begleite sie auf dem Weg, der vor ihnen liegt. Wir bitten dich, Gott. Wir suchen dich und klopfen bei dir an. Wir bringen dir, was wir haben, unsere Freude und unsere Sorgen, unsere Ängste und unsere Hoffnungen und vertrauen darauf, dass du uns hörst. Und alles, was uns bewegt, legen wir jetzt gemeinsam in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, oh.
möchte allen Mitwirkenden an diesem Gottesdienst herzlich danken. Der Organistin und Sängerin Ariane Hasler, der Messmerin Yvonne Kessler und Herrn Gianni Filippo vom TV St. Moritz. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für das Hôpital Albert Schweitzer in Haiti. Die Angaben dazu finden Sie eingeblendet. Und nächsten Sonntag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst aus Zellerina statt mit meiner Kollegin Pfarrerin Rahel Walker Fröhlich. Und nun entlasse ich Sie mit den besten Wünschen in einen erholsamen Sonntag und in eine gute neue Woche. Nehmen Sie ein Wort mit in die kommenden Tage, das Jesus seinen Jüngern zum Abschied ans Herz gelegt hat. Christus spricht: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Il Seigneur ans benedescat ans perciura. Il Seigneur faccia splendurir sia faccia su nous et celanzaia gratius. Il Seigneur adotta sia faccia su nous et ans detta pesch. Amen.